Swiss Open à Lucerne, c'est pas vraiment la même ambiance que le championnat suisse à Montreux. La preuve avec une petite séquence micro-trottoir réalisée devant le KKL. Ja, der eine ist Luzern und der andere ist Montreux. Wie man sieht, sieht man alles. Ich bin gefangen in einem Gorilla. Ich sage jetzt, Montreux sieht man viel mehr Leute. Oder jetzt für mich. Und sonst, es ist ein geilerer Saal zum Spielen. Und von dieser ganzen netten Gesellschaft um mich herum. Das ist echt enorm leuk. Superleuke Saal, superleuke Bands. Leuke Ambiance in de Bar. Wat Glenn net gezegd heeft, maar doordat hij niet veel meer gaat kunnen zeggen. Leuke mensen die je tegenkomt, Thijs het Wal, Solo Alto, super toffe griet. En ik kijk gewoon recht in de camera. Ik zie het, overal, die heren en dames. Het zijn beide irgendwie lässig. Montreux is halt schon normale Stufe besser als de Open. Wilt mir niemand een Banane kaufen? Voor mij is de Swiss Open een van de leukste wedstrijden. En het is ook een van de beste zalen ter wereld om in te spelen. En dat is echt heel, heel fijn om in te spelen. Nur weil ich gefangen mit dem Gorilla, vielleicht haben sie Angst vor dem Gorilla oder nicht. On a la chance de pouvoir jouer dans un cadre qui est génial avec une belle salle. Aber der da oben, der lässt mich nicht frei, solange ich keine Bananen verkauft habe. Ja, das ist eine Brassband-Hochburg und das ist eine wunderschöne Ambiance. Da unter dem Dach vor dem KKL, mit dem See, mit dem Rigi hinten dran. Ja. Im Oktober. Das Jahr natürlich. Puis l'ambiance autour, comme on voit ici, c'est beaucoup plus convivial. Un peu moins tendu, je pense que c'est parce que c'est pas qualificatif pour le championnat d'Europe. Donc les gens sont un petit peu moins tendus. Ambiance, schöne Lied, Berge, Natur. Ja, aber wer kauft mir jetzt meine Bananen ab?